Und ein fröhliches Hallo und willkommen zurück zu The Division 2. Wir sind auf dem Weg, den vorletzten Technologiebehälter zu suchen, wenn man so will, um uns dann auf dem Weg ins Safehouse zu machen. Mal sehen, was wir da an Sachen freischalten können. Ich weiß, hier sitzt noch neben einem Satz, den werden wir uns aber aufheben. Wir werden hier straight die ganze Straße hinunterlaufen. Und ach so, wir haben ja was bekommen, glaube ich, ja. Wir schauen noch mal ganz kurz rein. Ich glaube, wir haben sogar noch eine Waffe bekommen. Haben wir noch eine Waffe bekommen? Was war das für eine? Oh! Das ist eine Subgun, wenn ich das richtig sehe. Ich werde mal gucken, was die kann. Ja, schauen wir mal, was die für Mods anlegen kann. Auf jeden Fall können wir die Zieloptik da drauf ballern, was wir auch machen werden. Wir können kein Magazin einsetzen, aber wir können auf jeden Fall einen kurzen Griff reinbratzen. Also von daher schauen wir mal, was diese Kanone so zu bieten hat. Und mit diesen Worten begeben wir uns auf den langen Weg, diese doch sehr imposante, beeindruckende Straße hinunterzulaufen. Ich werde hier mal rüber wechseln. Da vorne sind schon wieder ein paar Bösewichte. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, wenn wir... Kommen wir nicht. Ich werde mal hier in die Deckung laufen. Hat aber einen Rückschuss. Alter Verwalter, Freunde. Das ist aber krasser Scheiß. Da stützen wir unsere... Feindlicher Kontrollpunkt entdeckt. Hab ich nicht. Okay, offiziell... Sage ich jetzt einfach mal, die Waffe ist nichts für uns. Nein, gefällt mir überhaupt nicht. Zurück zur Schrotze. Da weiß ich, was ich habe. Und auch wieder zurück zur Maschinen. Ist das eine, ist ein MG, ja? Ein leichtes Maschinengewehr. Wirkt jedenfalls so, dass diese Waffe, die wir hier jetzt ausgewählt haben, ein leichtes Maschinengewehr ist. Ja. Okay, wir werden mal weiter damit arbeiten. Weiter mal gucken, was wir da so rausholen können aus der Nummer. Oha! Oh nein! Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Ui, haben sie uns entdeckt? Wir werden mal, hier eine kleine Kugel hinwerfen. Mal sehen, was dabei rauskommt, ne? Jetzt wollen sie uns flankieren? Ich glaube, sie wollen uns flankieren. Aber nicht mit uns. Okay. Hat es ihn hier zerlegt? Nee. Verdammt, haben die auf mich geschossen? Das wäre wohl die Frechheit schlechthin. Irgendwas ist doch hier. Kehre mit Wasser zurück. Nee, das habe ich ja jetzt gerade nicht. Ich habe doch jetzt kein Wasser. Wie soll ich denn jetzt mit Wasser zurückkehren? Längst abgehauen. Bin ja mal, was ist denn das Explosion? Ist das eine Anzeige für eine Explosion oder? Oder was ist das hier? Jetzt stehe ich mittendrin. Auf jeden Fall lässt sich hier was plündern. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Ich habe keine Ahnung. Okay. Verfolgen wir unser Ziel. Oh, hallo Hundi. Der Hundi.
Warum kann ich hier nicht rüber? Geht das nicht? Okay. Bin ich doch ein bisschen... Ah, hier geht's rüber. Sehr cool. Aber wir... Ah, ich glaube, hier können wir rein. Die Schroti. Aber das war jetzt auch eher... Oh doch, es geht hier weiter. Ist auch noch was zu holen, Freunde. Sehr gut. Ich bin hier mal gespannt, was mit dem ganzen Gedöns, was wir hier gerade einsammeln, so alles herstellen können, ja. Damit hoffen wir mal, wenn wir jetzt gut durchkommen, dass wir uns damit in der nächsten Folge quasi beschäftigen können. Was wir alles aus diesen Sachen herstellen können. Ich bin wirklich gespannt. Das ist, scheint jetzt der zentrale Innenraum zu sein. Wir gucken hier nochmal rum. Oh, ein Geschenk für mich. Doch nicht. Okay. Elektronisches Gerät erkannt. Oh, was? Wie? Elektronisches Gerät? Das brauchen wir immer. Einsammeln, Latschen. Es gibt der XP. Wendepunkt immer gut. War sicherlich, als wir die UN zurückerobert haben. Damit änderte sich alles. Wir haben Charlie Bliss und seine Kommandostruktur erledigt und das Last Man Battalion in die Knie gezwungen. Gleichzeitig hat sich aber Kina mit Chernenko auf und davon gemacht. Das war der Moment, in dem wir alle tief Luft geholt und uns die Frage gestellt haben, was passiert als nächstes? Haben den Behälter gefunden, Freunde. Wir haben den Technologiebehälter gefunden. Sehr cool, ich glaube, da hinten ist noch was. Modell 70. Wir nehmen es mal mit, Freunde. Und noch eine Zieloptik. Ist das eine Zieloptik, die wir bei uns einsetzen können? F. Ja, es ist eine Zieloptik, die wir einsetzen können. Kopfschussschaden. Okay, wahrscheinlich eher was dann für die Präzision. Die Stabilität. Die Präzision nimmt ab. Die Stabilität bleibt. Nachladezeit ist eine Sekunde länger. Wir lassen das mal so, wie es jetzt gerade ist. Wir lassen das wirklich mal so, wie es gerade ist. Und damit hätten wir zumindest erstmal alle Safe Points, wenn man so möchte. Wir werden uns mal... Oha. Den Kontrollpunkt können wir noch mitnehmen und die Territoriumkontrolle. Die können wir beide noch mitnehmen. Auf dem Weg zurück zum Safe House, Freunde. Die Zeit haben wir, glaube ich. Ich glaube, die Zeit haben wir. Jetzt mal gespannt, ob wir hier... Da ist noch was zum Plündern. Jetzt so einfach durchkommen. Da ist auch noch was. Hier liegt ja überall was rum. Die haben alles stehen und liegen lassen. So sind sie. So sind sie. Einfach alles liegen lassen. Hier auch alles voll. Kein Wunder, dass ihr hier zu nichts kommt. Nähzeug, wofür das auch jetzt immer alles ist. Keine Ahnung. Aber ich bin dankbar für. Ach, ja. Wir hätten auch hier reingehen können, Freunde. Wir hätten nicht außen rumlaufen brauchen. Was ist das hier für ein... Ah, so, okay. So. Mal eben das... Weg.
Das ist sehr ungünstig hier alles immer. Oh, hat er die Granate fallen lassen? Sieht so aus, was? Da liegt auch noch was. Das hätte ich fast nicht gesehen, Freunde. Das hätte ich fast nicht gesehen. Mann. Ja, hauen wir uns ja mal richtig ein paar Sachen hier rein, was? Nice. Tragbares Gerät erkannt. Oh. XP. Also war hart das Feuergefecht hier. Heilige. Also, sie ist schon gut. Das muss man mal sagen. Das muss ich mal sagen. Sie ist schon gut. Sie rotzt echt gut rein. In dem Fall. Respekt. Wollen wir dazu sagen. Respekt. So Signal geben. Mache ich. Wenn ich hier oben bin. Gebe ich das Signal. Verstärkung trifft ein. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Was wurde? Hoffentlich nicht von hinten. Agent braucht Verstärkung. Gerade im Alleingang gemacht. Kontrollpunkt betreten. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Ah. Nice. Erstmal holen wir uns die Geschichte hier. Zugangsraum freigeschaltet. Dann machen wir mal die Türchen. Das Türchen mal öffnen. Mal gucken, was uns da erwartet. Das sieht aber sehr aufgeräumt hier aus. Nochmal plündern.
Oh, sehr schön. Auch das plündern wir. Wir schauen uns das gleich alles ganz in Ruhe an. Oh, die ist auch gut. Ganz in Ruhe an, Freunde, wenn wir in der Base sind sozusagen. Dann werden wir uns da ganz in Ruhe... Was ist da los? Da sind wir im Kampf oder sind im Kampf, okay. Das wäre geschafft. Man weiß nie, ob nicht noch mehr kommen. Das ist auch in Ordnung. Und da nochmal die Territoriumsverwaltung, wenn man so möchte. Das nehmen wir natürlich auch noch mit, Freunde. Lassen wir uns jetzt nicht lumpen. Schnell mal umgehen hier. Ah, sehr cool. Jetzt wollen wir nochmal nachladen. Aber den... Na, das hab ich doch. Den habe ich doch letztes Mal gelootet. Da war es doch dunkel, Freunde. Könnt ihr euch dran erinnern? Umgebung gesichert. Wahrscheinlich habe ich die... Ah, ich bin einfach abgehauen. Das war mein Fehler, Freunde. Das war mein Fehler. Wir haben die Umgebung gesichert, Freunde. Wir gehen jetzt zurück. Ist das noch ein Technologiepunkt? Das ist ja noch ein Technologiebehälter. Wollen wir den noch schnappen und dann... Ja, komm, wir nehmen den noch mit. Wir nehmen den noch mit, Leute. Wir nehmen den noch mit. Ist ja jetzt kein Beinbruch, gell? Den können wir uns noch schnappen. Das sind 200 Meter. Das haben wir doch schnell hinter uns gebracht. Gute Miene. Danke. Ich glaube, das ist immer gut, eine gute Miene zu machen. Den werden wir doch wohl noch mal schnell grabben können. Okay, das war mal schnell abgesahnt, Freunde. Granaten gibt's, Munition gibt's, sehr schön. Hier rein geht's, okay, wir gehen mal auf die Schroti. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Wo? Da vor uns quasi, ist das richtig? Soll das sein? Ah, hier ist es. Das nehmen wir natürlich mit. Siehst du an?
Das ist ein Dach. Was soll damit sein? Es ist leicht zu verteidigen, weißt du? In der Tat. Und gleich beim wir FBI. Wir sind Stufe 6. Sehr cool. Die GTF ist in dieser Gegend ziemlich präsent. Was? Willst du sagen, dass wir hierbleiben sollen? Beste Option bisher. Was ist mit Strom und Wasser? Wir sammeln Regenwasser in den Fässern da drüben, nachdem wir sie geputzt haben. Und ich frage Mika, ob es möglich ist, Strom nach hier oben zu verlegen. Ich hab doch gesagt, dass das eine gute Stelle ist. Da können wir unsere Stücke aufführen. Hast du die Bühne gesehen? Also gut. Soll ich den anderen Bescheid sagen? Mach das. Sag ihnen, wir haben ein neues Zuhause gefunden. Aha, okay. Ich finde das ja extrem cool, dass immer diese elektronischen Geräte halt so rumliegen. Ich weiß, ich habe gesagt, wir gehen zum Safehouse, aber ich suchte gerade richtig rum. Wir werden und können doch bestimmt noch diesen Kontrollpunkt einsacken. Keine Panik! Und damit haben wir quasi auch schon mal ein bisschen ausgeholfen gerade. Freunde, ein Träumchen. Das scheint hier... Übernahme einleiten? Noch nicht. Ich will erstmal einen guten Punkt haben. Wir müssen einander helfen. Es liegt an uns, die Bühne zu aber gut bedeckt hier. Muss irgendwie müssen wir da rüber. Okay, wenigstens haben wir den erwischt. Da oben die Seite noch ausschalten. Ah, schade. Bald auch keine Minen mehr. Oh, der ist sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na, gehst du hier rum? Freunde, und das war's an dieser Stelle, ein kurzer Schnitt. Und da sind wir schon wieder. Ja, es ging nicht anders. Wir mussten quasi unseren letzten, den Einstiegspunkt wählen, der hier entsprechend im Safehouse gewesen ist. Und, okay, so. War die Frage immer noch, die ich mir gerade gestellt habe. Wir hatten doch hier irgendwo... diese Übersicht. Kann das sein? War das hier? Ne, wo war denn diese Übersicht? Wo man quasi... eine Bergung... agieren. Okay, das ist klar. Aber das wollte ich mir natürlich erst nochmal angucken. Irgendwo war doch hier... nee... konnte man denn hier M? Auch nicht, oder? So, das war Bergung, das war Lager, das war Spielersuche. Oh. Befreiung abgeschlossen, nein. Safehouse freigeschaltet, Befreiung abgeschlossen, nein. Das ist ja ganz klar. Moment. Was war da oben? Achso, keine Ziele gefunden. Jägergruppe ausschalten. Ach so, das sind die Projekte, okay.
Unsere Ehebrot, Schutzpanzer und dann sich noch zum Jahr. Achso, das sind die Projekte, ja, das verstehe ich. Konfliktstatistik. Käuferlager Dark Zone Offizier. Okay. Gehen wir das mal nochmal durch. Sehe ich jetzt zum ersten Mal. Habe ich wahrscheinlich. Hätte ich wahrscheinlich auch. Zufällig Kunden der offenen Welt. Dark Zone, den Ruf. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Andere Agent für zufällige Aktivitäten finden. Nee, ich will ja keine Spielersuche machen. Schließen. Da konnte man hier oben irgendwas? Das sind die Ausgänge? Nein, da oben war auf jeden Fall nichts. Okay, Freunde. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber wir werden mal... T-Lucky Sky. Sind aber auch alle immer... aus wie... ich weiß auch nicht. Naja, gut. Spielersuche brauchen wir nicht. Wir schauen mal rein. Was haben wir denn so Hübsches? So, wir haben hier einen Feldbehälter. Wollen wir mal öffnen. Mal schauen, was bei rauskommt. Handschuhe und eine Schwarzmarkt T821. Bestätigen. Okay. So, schauen wir mal zu den Waffen. So, das ist eine Schrotflinte. Schnellfeuer-Schrotflinte. Die können wir theoretisch tauschen, wenn man so möchte. Machen wir dann auch. So, jetzt haben wir hier die Militärversion. Die hatten wir, scheint aber auch schon Overdrive zu sein. Ich weiß es nicht genau. Das scheint ein Sniper zu sein. Das hier AK. Okay. Der Version Schaden pro Minute und Schaden an sich, aber pro Minute weniger. K18, ja. Behalten wir das nicht. Die würde ich gerne tauschen. Mal gucken, was die so kann. Mods müssen wir nochmal gucken. Okay, das können wir reinpacken und er hat noch eine Unterlaufschiene, das ist auch in Ordnung und haben wir hinten keinen Skinplatz, aber das ist auch nicht schlimm. So, stabil. Nochmal entsprechend Stabilität erhöht. Das ist gut. Das heißt, das ist auf 2 und wenn wir jetzt die hier gegenüberstellen, ist halt die Frage, nee, ich weiß, die war nicht so geil. Die war nicht so geil. Wir bleiben mal bei dieser hier. Und wir werden auf jeden Fall, das ist auch MG, das ist auch MG. Wir werden auch mal die M249 werden wir auch mal zurückpacken. Genauso wie die Super 90. Und den Rest, den werden wir echt abgeben. Den Rest werden wir echt abgeben. Mhm. So ist gut. Bedeutet, wir gehen... Währung? Ah, okay. Alles gut. Wir haben ja entsprechend Sachen noch gefunden, Elektronik und so weiter und so fort. Wir gehen mal ins Lager und übertragen mal das, was wir übertragen wollen. Da sozusagen. Die haben wir echt im Lager schon drin? Echt im Lager drin? Okay. Naja, okay, dann lassen wir das. So, die haben wir angelegt. Die verticken wir. Die Super 90 wollten wir ins Lager packen, richtig? Wir wollten die Super 90 ins Lager packen, ins Lager verschieben. Das haben wir gemacht und wir wollten die ins Lager verschieben und den Rest haben wir angelegt. Den Rest wollen wir... Den Rest werden wir... Okay, die vielleicht noch. Die vielleicht, die hat ja eigentlich... Ist echt eine Nahkampfwaffe, ne? Die MPX. Wir schieben die mal rüber.
Dann schauen wir mal, was wir im Lager drin haben an Waffen. Die hier. Gehen wir mal ins. Als Schrott markieren. Können wir machen. Und ins Inventar verschieben. Oh, nein. Entschuldigung. Das war völlig verkehrt. Jetzt habe ich mich vertittelt hier irgendwie. Die soll ins Lager. Und hier. Die soll ins Inventar. So, das haben wir gemacht. Das heißt, Lager. Waffentechnisch haben wir alles. Jetzt gucken wir uns hier nochmal die an. Die Maske, die ist auf jeden Fall besser. Die rüsten wir mal aus. Dann haben wir hier den Rucksack. Das ist der Rush 24 Rucksack. Der ist auch besser. Eingehende Heilung, Waffenhandling. Schaden durch kritische. Ja, nehmen wir mal. Sieht auch echt nice aus, das muss man mal sagen. Die Panzerweste lassen wir, die wollen wir ja mal abgeben sozusagen. Und hier haben wir die Handschuhe. Boah, Lebensenergie. Dann nehmen wir doch lieber die hier. Handschuhe, das sieht schon mal gut aus. Und die Holster können wir aufribbeln und das können wir eigentlich auch soweit erstmal wegpacken. Sieht gut aus, sieht gut aus. So, neue Fertigkeiten haben wir, das ist auch klar. Und haben wir noch Änderungen? Wert? Nein, haben wir nicht. Okay, dann können wir den Rest ja quasi in der Bergung wegpacken, wenn wir so wollen. Gravieren. Verkaufen. So, das sind jetzt. Na, ich hoffe, wir verkaufen jetzt nicht unsere. Glaube ich nicht, oder? Nein, das kann ja nicht sein. Wir werden sehen, was passiert, oder? So, wir haben alles verkauft. 900. Das sieht gut aus. Und Freunde, ich will sagen, das war's von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, gerne auch ein Abo und schreibt mir was in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Einen schönen Tag und ciao, ciao.